Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Schwesig und Herr Schäuble im Clinch, irgendwie ist das so ein Déjà-vu. Ja, beim letzten Mal ging es um die Erhöhung des Alleinerziehendenfreibetrags, jetzt geht es um die Betreuungsgeldmilliarde. Herr Schäuble, wahrscheinlich Sie auch, Herr Spahn, wollen das Geld lieber für die Haushaltssanierung nutzen. Das ist ja auch für einen Finanzminister gut nachvollziehbar. Ihre Aufgabe, Frau Schwesig, ist es, dass das Geld in Ihrem Haushalt bleibt, bei den Kindern und den Familien. Und daran werden wir Sie messen, aber Sie darin auch unterstützen. Herr Schäuble, Sie haben jetzt auch hier argumentiert, die Milliarde geht doch aber fürs Elterngeld. Auch das ist übrigens als Finanzminister und für Sie, Herr Spahn, eine Verhandlungsposition, die ja nachvollziehbar ist, wenn Sie darauf gucken müssen, dass das Geld zusammenbleibt. Aber die zusätzlichen Kosten für das Elterngeld waren ja absehbar. Wenn wir Gesetze ändern und zusätzliche Elternmonate vorsehen, dann wird das eben teurer. Und wenn wir wollen, dass mehr Väter das in Anspruch nehmen und wir noch diese Lohnungleichheit in Deutschland haben, dann wird es teurer, je mehr Väter das in Anspruch nehmen. Aber auch das haben wir gesetzlich so gemeinsam bestimmt. Wir haben da sogar zugestimmt. Und es ist klar, das wird dadurch teurer. So, woher soll also das Geld, das zusätzliche Geld kommen? Wir alle wissen, wenn es einen Mehrbedarf gibt, der auf gesetzlicher Grundlage entsteht, und das ist ja hier der Fall, dann ist es Verhandlungssache, woher das Geld kommt. Und es muss nicht automatisch aus dem Familienhaushalt kommen. Und das ist Ihr zweiter Auftrag, Verhandlungsauftrag, Frau Schwesig, dass das Betreuungsgeld dafür nicht genutzt wird, sondern in die Kitas geht. Und Frau Schwesig, ich habe vorhin bei Ihnen sehr gut zugehört, als Sie gesagt haben, was wir jetzt mit dem Betreuungsgeld machen. Für mich hörte das schon sehr sich an nach, es soll halt bei den Familien bleiben. Sie hatten in Ihren ersten Pressestatements immer sehr klar gesagt, das geht in die Kitas. Ich hoffe da und wirklich zähle auf Sie, dass es dabei auch bleibt, weil dabei sind, dort sind die Bedarfe. Ja, wir wissen, es fehlen allein heute schon 185.000 Plätze für unsere Ein- und Zweijährigen. Und wir brauchen eine bessere Relation zwischen Erzieherinnen, mehr Erzieherinnen für die Kinder. Und es wurde häufig schon erwähnt, von den Flüchtlingen, die heute jetzt zu uns kommen und die wir integrieren werden, sind sehr viele Kinder. Vor allem jene, die bleiben werden, sind sehr, sehr viele Kinder. Die Schätzungen reichen von 300.000 bis 400.000. Diese Kinder müssen wir ja bei uns auf jeden Fall so schnell wie möglich in die Kitas integrieren, in die deutsche Sprache, damit auch ihnen einen Weg ermöglichen, anzukommen. Und das müssen wir doch jetzt finanziell vorbereiten und nicht erst wieder, wenn die Kommunen sich dann beschweren, zu Recht sagen, wir schaffen das nicht alleine. Von daher, Sie haben es gesagt, Frau Schwesig, nicht unterscheiden zwischen unsere Kinder und den Flüchtlingen, sondern dass, wenn Sie jetzt in die Kitas investieren, in die Sprachförderung dort, in mehr Plätze, dann ist es die beste Voraussetzung, dass die Gesellschaft das gut stemmt. Und das ist, glaube ich, in unserem allem Interesse. Frau Schwesig, Kinderarmut, es wurde vorhin auch schon von Kollegen angesprochen, auch von meiner Kollegin, das ist ja ein Thema, das wirklich gar nicht vorkommt, leider. Und dabei wissen wir gerade bei den Alleinerziehenden, die zu 40% im ALG-II-Bezug leben, dass es für dieses reiche Land echt ein Armutszeugnis ist, dass es gerade die Alleinerziehenden trifft. Und Sie erhöhen zwar den Freibetrag, aber der hilft ja gerade denjenigen in dem Bereich nicht. Und der Unterhaltsvorschuss wird zwar leicht erhöht, aber nicht reformiert. Und ich finde, das sind die Stellschrauben, an die Sie auch ran müssen, Frau Schwesig und liebe CDU. Das können Sie nicht einfach übergehen. Wir wissen, dass das nicht haltbar ist. Und ich wünsche mir, dass es zumindest im nächsten Haushalt sich dann irgendwann mal widerspiegelt, dass wir da eine krasse Schieflage haben in Deutschland, die wir angehen müssen. Und einen letzten Punkt, bei dem ich mir wirklich wünsche, dass wir den zusammen angehen. In dem Koalitionsvorschlag vom Wochenende ist ja auch vorgesehen, dass der Aufenthalt der Flüchtlinge in den Erstaufnahmeeinrichtungen bis zu 6 Monaten verlängert werden kann. Jetzt kann man dazu stehen, wie man will, aber wenn man das macht, dann müssen die Bedingungen vor Ort so sein, dass es für Kinder irgendwie ertragbar ist.
Und das ist es nicht momentan. Und da hilft auch Ihr Programm, auch wenn es richtig ist, dass die Kommunen berät. Das wird nicht ausreichen, sondern man wird Gelder brauchen, die vor Ort Spielzimmer haben, auch Betreuung, alles, was es braucht. Es ging jetzt im Sommer irgendwie, wo die draußen auf dem Bolzplatz waren. Aber jetzt, wo der Winter kommt und die dann 6 Monate dort sind, die Schulpflicht sogar von ihnen nicht mal mehr wirklich eingehalten hat. Ich finde, das ist eine tickende Zeitbombe. Das können wir uns gar nicht leisten. Hier müssen wir wirklich gemeinsam jetzt investieren. Und ich hoffe, dass wir das vielleicht in den Haushaltsverhandlungen auch hinbekommen. Das ist, glaube ich, in unser aller Interesse, dass die Kinder nicht erst nach 6 Monaten anfangen, Deutsch zu lernen, dass sie dort ein Angebot haben. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Ich bitte Sie darum. Danke. Für die SPD-Fraktion hat nun die Kollegin Ulrike Gottschalk das Wort.